Debatte ums Impftempo. Die Kassenärzte fühlen sich benachteiligt. Weiterhin gibt es Lücken bei der Impfstoffversorgung. Die gute Corona-Nachricht des Tages. BioNTech/Pfizer will der EU bis Juni 50 Millionen zusätzliche Impfdosen liefern. Die werden auch dringend gebraucht. Zwar zieht das Impftempo langsam an, aber vor allem Ampullen von BioNTech sind nach wie vor Mangelware. Dazu gleich mehr. Zunächst Pablo Silalahi über den aktuellen Impfstand. In Deutschland sind mittlerweile mehr als 14 Millionen Menschen einfach gegen Corona geimpft. Vollständigen Impfschutz nach einer zweiten Spritze haben knapp 5,2 Millionen. Das entspricht 6,2% der Bevölkerung. Seit 110 Tagen wird in Deutschland geimpft. Die Kurve zeigt, in den letzten Wochen steigt die Zahl der täglich verabreichten Impfdosen deutlich an. Geliefert wurden bislang 22,4 Millionen Impfstoffdosen, davon 15 vom Hersteller BioNTech, 5,6 von AstraZeneca und 1,8 von Moderna. Auch bei den Hausärzten dominiert das Vakzin von BioNTech. Allein in dieser Woche werden 1 Million Dosen des Mainzer Herstellers an die Praxen geliefert. In der kommenden Woche sollen es knapp 500.000 sein. In der letzten Aprilwoche sogar 1,16 Millionen Dosen. Und trotzdem läuft das Impfen in Deutschland nicht rund. Die Hausärzte beschweren sich, dass sie gerade von BioNTech nicht genug bekommen, dass die Impfzentren viel besser versorgt würden. Dazu kommt die große Unsicherheit gegenüber den Impfstoffen von AstraZeneca und Johnson & Johnson wegen möglicher Thromboserisiken. Und das bringt auch den Impfplan durcheinander. Volker Dutschek hat mehr. Im niedersächsischen Aurich ist AstraZeneca seit Tagen ein Ladenhüter. Schuld daran sicher die Diskussion über mögliche Gesundheitsgefahren. Pro Tag sagen im Impfzentrum bis zu 100 Menschen den vereinbarten Termin wieder ab. Also die Akzeptanz ist in den vergangenen Wochen auf jeden Fall deutlich gesunken und der Beratungsbedarf in jedem Fall gestiegen. Und wir haben auch mehrere Fälle, die sich vor Ort gegen eine Impfung mit AstraZeneca entscheiden. Auch hier wird geimpft, doch hier ist die Nachfrage groß. Die niedergelassenen Ärzte sind das zweite Standbein der Impfstrategie und klagen über zu wenige Impfdosen. Wie Dr. Udo Beckenbauer in München. Er vermisst allerdings Planungssicherheit bei seinem neuen Impfjob. Ich bin nicht sicher, welchen Impfstoff ich bekomme. Ich bin nicht sicher, wann ich ihn bekomme. Bekomme ich rechtzeitig die Zweitimpfung? Das ist alles nicht klar. Erst die Diskussion über mögliche Gefahren durch AstraZeneca, jetzt der vorübergehende Impfstopp von Johnson & Johnson. Der gesamte Impfplan wackelt. 10 Millionen Dosen fehlen vorerst. Immunologen fordern jetzt ein schnelles Handeln der Bundesregierung. Wir können bis in den Herbst nicht genügend Leute schützen, wenn wir diese Einschränkung auch bei Johnson & Johnson bekommen. Und von daher müssen wir jetzt proaktiv werden und uns noch zusätzliche Dosen von mRNA-Impfstoffen für Deutschland sichern. Ich würde dafür plädieren, dass wir das in einem Alleingang machen, dass wir nicht auf die EU warten, weil ich dann die Gefahr sehe, dass wir wieder zu spät dran sind. BioNTech, Pfizer und Moderna werden mehr und mehr zum Hoffnungsträger. Vor allem seitdem die Gesundheitsminister der Länder der Empfehlung der Ständigen Impfkommission gefolgt sind, die unter 60-Jährigen beim zweiten Mal nicht wieder mit AstraZeneca, sondern mit einem der beiden anderen Vakzine zu impfen. Zudem hat die EU heute angekündigt, 50 Millionen weitere Dosen BioNTech einzukaufen. Das bedeutet für Deutschland 9 Millionen Dosen mehr bis Ende Juni. Ein kleiner Lichtblick. Die Corona-Zahlen werden nach der Osterzeit langsam wieder belastbarer und sie steigen deutlich. Das Robert-Koch-Institut registriert innerhalb von 24 Stunden 21.693 Neuinfektionen. 342 Menschen starben in Verbindung mit Covid-19. Auch die 7-Tage-Inzidenz nimmt zu und beträgt 153,2. Diese Entwicklung hat direkte Folgen für die Intensivstationen. Dort steigt die Zahl der Covid-19-Erkrankten wieder seit gut einem Monat. Aktuell sind es 4.680. Und es gibt immer weniger freie Intensivbetten. In einigen Ländern sind mehr als 90% belegt, auch im Saarland. Verena Garrett über Schicksale hinter den Zahlen. Er sitzt und er atmet. Ein Riesenschritt. 134 Tage war Richard Groß an der ECMO. Sie ersetzt die Lunge. Covid mit schwerstem Verlauf. Seit einem Tag lebt er ohne die Maschine. Wenn Sie dann erleben, dass ich das erste Mal wieder ein Brot mit eigenen Händen auf eine Gabel spießen können.
Das ist schon, das hat schon ein bisschen angefasst. Bei der ECMO-Therapie gibt es oft lebensgefährliche Komplikationen, nur jeder Zweite überlebt. Der 57-Jährige war viele Tage wach und hat die Schwere seiner Erkrankung bewusst erlebt. Ich glaube, da braucht es schon, eine wahnsinnige Kraft, um das so ertragen zu können. Der Mann, der hier liegt, ist unter 60. Seine Lungen und sein Kreislauf haben versagt. Die hohe Sterblichkeit der Patienten setzt allen im Team zu. Das ist ihre Normalität seit einem Jahr. Dann hat man schon irgendwo das Gefühl, es war alles umsonst, auch wenn es das nicht war. Ne? Weil es war ja schon der berechtigte Versuch, jemanden zu retten. Ne? Und das muss man auch bis zum Ende versuchen. Ob der Mann es schaffen wird, weiß niemand. Das Durchschnittsalter auf der Station liegt bei 55. Die Patienten werden mehr und sie werden jünger. 9 Betten sind belegt, 7 sind noch frei. Das kann sich schnell ändern, aber gerade haben sie etwas Luft. Das liegt zum einen daran, dass wir Patienten verlegen konnten. Es liegt aber auch daran, dass Patienten verstorben sind, weil das eben leider Gottes die Realität dieser Erkrankung ist. Seit einem Jahr kämpfen sie hier um das Leben der Covid-Erkrankten. Dritte Welle, ein Ende ist nicht in Sicht. Der Verfassungsschutz in Berlin hat einzelne Gruppierungen der Querdenkenbewegung als Verdachtsfall eingestuft. Laut Innensenator Geisel seien sie verfassungsfeindlich und müssten beobachtet werden. Die Mehrheit der Demonstranten gegen die Corona-Beschränkungen sei aber friedlich. Auch in Baden-Württemberg und Bayern beobachtet der Verfassungsschutz sogenannte Querdenkengruppierungen. In der noch ungelösten K-Frage in der Union, Söder oder Laschet, drängen Unionspolitiker auf eine rasche Entscheidung. Bundesinnenminister Seehofer, CSU, sagte, er hoffe, dass beide eine konsensorientierte Lösung fänden. Gestern hatten sich CSU-Chef Markus Söder und der CDU-Vorsitzende Armin Laschet den Fragen der Unionsbundestagsabgeordneten gestellt. Bis Ende der Woche, hieß es, wollen sie gemeinsam entscheiden, wer Kanzlerkandidat wird. Ja, Theo Koll in Berlin. Wie ist Stand der Dinge? Wer hat im Moment die besseren Karten? Nun, Trümpfe haben beide Bewerber in der Hand, sind sich aber nicht einig, welcher stärker sticht. Laschet hat die Spitzengremien der CDU hinter sich, Söder dafür die Mehrheit der Fraktion und die Umfragen. Das Laschet-Lager unterstellt Söder zusätzlich eine gezinkte Karte, dass er nämlich die CDU-Gremienunterstützung für Laschet einfach nicht als ausreichend breite Unterstützung anerkennt. Es rächt sich jetzt, dass die Union für solche Machtspiele eigentlich keine festgelegten Spielregeln hat. Die Folge heute ist völlige Ratlosigkeit. Einvernehmlich und ohne Groll wollen die beiden Kandidaten sich einigen. Keiner soll beschädigt werden. Kann das noch gelingen? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Natürlich wird man sich am Ende unterhaken und die Gemeinsamkeit, die Union betonen. Aber alleine der Blick auf Laschet zeigt ja, wie groß der Schaden sein wird. Wenn er verzichtet, dann ist er auch als CDU-Vorsitzender angeschlagen und die CDU-Spitze in ihrem Votum überrollt worden. Aber selbst wenn er Kanzlerkandidat wird, dann ist er durch das gestrige Meinungsbild in der Fraktion ja massiv geschwächt und hat erwartbar einen Markus Söder hinter sich, der immer wieder ausstrahlen dürfte, dass es mit ihm ja dann doch besser gelaufen wäre. Also es gibt im Leben angenehmere Lagen als die aktuelle von Armin Laschet. Präzise Beschreibung. Vielen Dank, Theo Koll nach Berlin. Nochmal nach Deutschland. Corona hinterlässt auch auf dem Ausbildungsmarkt deutliche Spuren. Im vergangenen Jahr wurden so wenig Lehrlingsverträge geschlossen wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Fast 10% weniger als im Vorjahr, heißt es vom Statistischen Bundesamt. Experten befürchten, dass sich dadurch der Fachkräftemangel weiter verschärft. Besserung sei erstmal nicht in Sicht. Schlechtes Zeugnis für die EU. Sie sei nach China der zweitgrößte Zerstörer von Tropenholz. So ein Bericht der Umweltorganisation WWF. Innerhalb der EU liege Deutschland ganz vorn. Im Schnitt würden durch deutsche Importe, etwa von Rindfleisch, Kaffee und Holzprodukten, pro Jahr 43.700 Hektar Wald vernichtet. Bundesregierung und EU müssten für verbindlichere Umweltstandards im Handel sorgen, fordert der WWF. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Streuselkuchenartige Bewölkung, so nennt der Meteorologe diese Bewölkung, wenn man sie auf dem Satellitenbild sieht. Und das ist ein Indikator dafür, dass dort Kaltluft kommt. Und dann wird es instabil mit Schauern und auch mal Gewittern.
Wir schauen in die Nacht, da verschwindet der Streuselkuchen nur. Ganz im Süden gibt es einige Schneeflocken. Ansonsten klart es auf, ganz im Westen bildet sich Nebel mit tiefsten Temperaturen von minus 6 Grad in den südlichen Landesteilen, 2 Grad im Nordwesten. Dort ist es frostfrei, aber ansonsten häufig mindestens leichter Frost. Morgen im Tagesverlauf bildet sich erneut Bewölkung und dann gibt es Schauer, teilweise mit Regen und Schnee. Gewitter im Südwesten sind durchaus möglich. Nach Norden hin bleibt es trocken und das mit höchsten Temperaturen von 4 Grad im Vogtland und der höchste Wert morgen im Südwesten mit 12 Grad. Schauen wir auf die nächsten Tage. Am Freitag gibt es von Westen her teilweise Regen und Schnee. Viel wird es nicht sein, sonst lockert es im Norden auf bei 5 bis 12 Grad. Ähnliche Verhältnisse am Samstag. Ja, und am Sonntag geht die Temperatur ganz zaghaft nach oben. Damit einen schönen Abend.